Hast du noch irgendeinen Tipp, wie man die Sachen jetzt in Bilder umwandeln kann, die Fachbegriffe? Weil ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen eben am Anfang so das Schwierigste ist, dass man dafür ein Bild findet, dass einem da nichts einfällt irgendwie. Also helfen tut dem diesen Fachbegriff, den man jetzt vor sich hat, einfach mal aufzuschreiben und dann eben aufzuteilen. Mal zu gucken, okay, bis hierhin macht es irgendwie Sinn, da sehe ich die Tube drin. Was für Wörter entdecke ich noch in diesem Wort, die ich kenne? Ja? Und das hilft dann meistens schon. Und dann kriegt man eine Übung da drin. Man trainiert sich irgendwie da drauf. Also wenn ich das ganze Wort nur höre, ist es schwierig. Aber wenn ich es geschrieben sehe, ah, Tube sehe ich da drin, okay, da sehe ich den Gast irgendwie und dann finde ich schon meine Wörter. Ja? Übungssache auch wieder. Ja. Aber Vorteil, man. man wird, glaube ich, wieder Auf kreativer. jeden Fall, ja. Also Ja. Kreativität, das hast du ja auch erlebt, das ist einfach durch den ganzen Gedächtnis, Sport, Genau, Gedächtniskram, ja. kommt es auch wieder. Selbst wenn man sagt, oh, ich bin nicht mehr so kreativ. Es kommt auch Relativ wieder. schnell, also Ja. schneller als man denkt, irgendwie. Absolut. Und von daher, ja, das ist einfach auch einfach eine Übungssache.